Ich bin seit 1986 verheiratet, habe einen Sohn und bin normal christlich erzogen aufgewachsen. Ich war landeskirchlich, bin getauft worden als Säugling, konfirmiert worden mit 14 Jahren, habe aber ansonsten mit der Kirche nicht viel am Hut gehabt. Kirche war für mich einfach nur langweilig, bis ich meine Frau getroffen habe. Mit ihr und ihrer Familie habe ich Menschen kennengelernt, die an Jesus Christus glauben. Und das hat mich am Anfang auch fasziniert. Und wir haben sogar gemeinsam einen Hauskreis mit anderen Leuten aus der Landeskirche hier in der Gegend eröffnet und sind auch regelmäßig am Anfang dahin gegangen. Und das hat mir auch Freude gemacht. Aber Freude alleine reicht eben nicht. Ich habe den Glauben zu Jesus Christus zu dem Zeitpunkt einfach nicht gefunden. Und das Resultat war, dass wir den Hauskreis letztendlich verlassen haben. Danach kam es zu einer Ehekrise und zusätzlich noch zu finanziellen Schwierigkeiten. Und das Zusammenleben wurde immer unzumutbarer. Es gab nur noch Ärger und Krach im Haus. Und ich wollte einfach nur noch weg, einfach die Fliege machen. Schon als Kind war ich fasziniert von der Landschaft und der Wildnis Nordamerikas. Und schon damals mit 18 Jahren wollte ich weg, weil ich auch Probleme mit meiner Mutter hatte. Nur das hat nicht geklappt. Ich habe im Internet einen Film über eine Amish-Gemeinde gesehen, die sogenannten Modern Amish. Sie leben so wie wir, aber sie haben als Mittelpunkt Jesus Christus. Das hat mich fasziniert. Und so habe ich mich entschlossen, nach Amerika zu fliegen, um diese Gemeinde zu besuchen. Habe den dortigen Pastor angeschrieben, der mich dann eingeladen hat. Und dann bin ich auch darüber geflogen, um diese Menschen kennenzulernen, auch die Lebensweise kennenzulernen. Von Glaube war da noch nicht die Rede. Und so habe ich da 3 Wochen lang mit diesen Menschen gelebt, gearbeitet. Und während dieser Zeit habe ich Jesus Christus kennengelernt. Zunächst war es so, dass ich als Mensch, der aus dem Luxus kam, sich erstmal umgewöhnen musste. Denn dort gab es keinen Luxus. Das heißt, man musste mit der Kerze auf Toilette gehen und ins Badezimmer. Das war schon ein richtiges Abenteuer. Aber gut, man gewöhnt sich auch an das. Und was mich dann letztendlich faszinierte, war das Leben dieser Menschen mit Jesus Christus zusammen. Und zwar konnte man richtig spüren, dass Jesus in der Nähe war. Egal, ob die Menschen arbeiteten, ob sie aßen, ob sie einfach nur in Gesellschaft waren. Jesus Christus war immer dabei, spürbar dabei. Das faszinierte mich immer mehr. Und eines Tages in einem Sonntagsgottesdienst begannen diese Menschen für mich, einen Ungläubigen, einen Wildfremden, zu beten. Für mich und meine Familie und meine Nöte. Das hat mich umgehauen. Und in diesem Gottesdienst hat mich Jesus Christus tief angesprochen. Ich habe damals geheult wie ein Schlosshund. Und als ich dann nach Hause kam, habe ich Jesus Christus hier auf Knien mein Leben anbefohlen, habe es ihm übergeben. Viele Menschen fragen sich jetzt wahrscheinlich, wie kann der Mann das behaupten, dass er jetzt Jesus Christus angenommen hat? Und da kann ich nur aus dem Korintherbrief, einem Brief von Paulus im Neuen Testament zitieren. Darum ist jemand in Christus, so ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, siehe, alles ist neu geworden.
Es gibt für diesen Vorgang keine wissenschaftliche Erklärung. Aber ich kann bekennen, dass Jesus Christus jetzt in mein Leben eingetreten ist und er auch schon einige Dinge gewandelt hat in dieser Zeit. Es ist nicht unbedingt Voraussetzung, dass er jetzt zum Beispiel die Schulden wegnimmt. Das hat er auch nicht getan. Aber er hat uns keine neuen Schulden gebracht. Und ich habe meinen Egoismus eingesehen und lebe jetzt oder versuche zu leben ohne Egoismus. Und dadurch hat sich auch das Verhältnis in der Familie mit meiner Frau gebessert. Ich wünsche mir einfach, dass, wenn du dieses Video siehst, dir Jesus Christus in den Weg tritt, dass du ihn kennenlernst, dass du seine Liebe kennenlernst und damit einen inneren Frieden findest, den du vorher nicht kanntest. Das wünsche ich dir.